Schnitzen und Holzkunst haben im Erzgebirge Tradition. Einzelschaffende und Schnitzvereine, aber auch professionelle Holzbildhauer schreiben dieses kunsthandwerkliche Brauchtum heute in die Zukunft fort. Erinnert sei beispielsweise an die Künstlergruppe Exponart und die bergmännische Krippe in Annaberg-Buchholz. Eine feste Größe ist auch der Verband Erzgebirgischer Schnitzer. Vor 25 Jahren, am 30. Juni 1990, gründete er sich im Haus des Gastes Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Er knüpfte an die Tradition des Verbandes Erzgebirgischer Bildschnitzer aus dem Jahr 1922 an. Nach einem Vierteljahrhundert erfolgreicher Arbeit und vielfältigem Wirken wird am historischen Gründungsort eine Jubiläumsausstellung präsentiert. Gegenwärtig hat der Verband Erzgebirgischer Schnitzer etwa 260 Mitglieder, davon 17 Vereine sowie viele Einzelschaffende. Eine große Auswahl an Werken, die in den 25 Jahren des Bestehens entstanden sind, werden bis zum 2. August täglich von 13 bis 17 Uhr im Erzhammer gezeigt. 17 Mitgliedsvereine und Einzelschaffende stellen sich in Wort und Bild sowie mit vielen Schaustücken vor. Gezeigt wird die ganze Bandbreite des Schnitzens und Bastelns im Erzgebirge. Beispiele dafür sind unter anderem Buckelbergwerke, Krippen, bergmännische und szenische Darstellungen, Landschaften, Deckenleuchter sowie sehenswerte Preisträgerarbeiten von Kindern und Jugendlichen. Jeweils an den Wochenenden zeigen Schauschnitzer ihr Können. Der Eintritt von 2 Euro kommt dem Verein zugute.